Donde esta? Ja, was ist denn eine Frucht? Mandana. Fruta. Penta, pentalamita. Was? Pan. Brot. Und pantelamita ist doch die rote Hälfte, Hälfte Brot. Pantelamita. Ich weiß nicht mehr, wie das geschafft ist. Oh, was ist nochmal? Butter? Oh, das ist ein Scheiße. Bella. Maille. Mit Jota oder so. Mantequilla. Realmente los veo que están sintiendo el camino de Santiago, están sintiendo la espiritualidad que tiene el camino. A esos chicos que tú te refieres, me imagino que son a tus alumnos de tu colegio, de tu escuela. Me parece genial porque los vi muy adaptados al camino. Y es una idea maravillosa. Ojalá que todos los colegios o todas las escuelas del mundo hicieran un camino así. Calimino. Calimino. Buen camino. Buen camino. Camino. Was heißt es jetzt? Weg. So was, ich fahre nicht hin. Oh. Auf dem Weg kann man sicher Probleme entdecken an sich selber oder auch generell in seinem Leben, die einem dann so unheimlich groß vorkommen und schwer, dass man da wirklich Angst auch bekommen kann. Also vor den Problemen, die man hat oder die halt noch nicht gelöst sind. Das glaube ich schon. Also das ist ein richtig erwischen kann und dass man da auch Angst vor haben kann. Und es war irgendwie auch so voll geil, dass du einfach den ganzen Tag an der frischen Luft warst und draußen warst und nicht, keine Ahnung, ich sitze manchmal einen Tag lang daheim rum und dann weiß ich nicht, was ich machen soll oder so. Und da ist man einfach immer draußen und das ist voll geil. Das werde ich mir auch vornehmen, dass ich oft rausgehen werde jetzt ab sofort. Okay, ich mache jetzt ein Video. Wie alt bin ich? Von Brot und Käse. Von Christian. Ja. Zahnspange ist was abgekracht, jetzt bekommt er die Spitze abgeschnitten. Ja. Das aber macht wir er haben klein. Relativ seriöse Methoden. Ja, eine verrostete Zange. Hab ich was von dir sonst da drin? So? Ja. Okay. Ich habe eine Pinzette. Warte, nimm irgendein hartes Ding und dann biegst mal selber um. Nimm mal ein Messer oder sowas. Pinzette. Nicht zu locker für den Grad. Chefarzt Dr. Klein. So, wir hatten jetzt noch Probleme mit seinen Fußnägeln. Ja, natürlich, Angst hat man immer gerade vom Dehydrieren. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell gehen kann, aber es ist ja echt, jetzt nicht bei mir persönlich, aber dass das so schnell gehen kann, dass man echt am Ende ist. Hatte ich Angst davor. Wer kocht heute Abend? Na klein. Ich würde heute wieder kochen. Auch kochen. Wer kocht denn jetzt heute Abend? Ihr einkaufen. Kochen, ne? Wir wollten einkaufen. Aber okay, dann müsst ihr auch kochen. Ja. Ach so. Oh. Ich kaufe einen und koche freiwillig. Hallo, was machst du? Machst Reis mit Rotwein? Risotto machst du? Wenn ich wieder dabei wäre, hätten wir wenigstens noch eine reelle Chance. Naja. Welcher kann nicht kochen. Meinst du? Ja. Doch, der lernt von seiner Mutter. Ja, trotzdem, der lernt. Ich kann aber auch mit euch gehen, dann können wir danach kochen. Ja. Es müssen auch nicht immer Zweiergruppen sein. Ich meine, wenn ihr alle da Bock drauf habt, dann macht Lena muss noch einen Stecken holen, dann latsche ich mit einen Stecken holen. Dann okay, ich will kauft aber einkaufen, weil dann lerne ich Spanisch. Gut. Okay, mach mal WM, Jo. Jetzt kommt der Jakob. Geschmack machst du gleich, wenn du. Es gibt manche Essen, mal ohne Salz schmecken die total platt und wenn du den Punkt ein bisschen erreichst, dann schmeckt es dreimal gut. Habt ihr in das Kochwasser Salz getan? Ja. Wir haben noch ewig viel Salz hingeschmissen, sogar in die Soße haben wir noch Salz. Wir haben alles Salz und Sauer hingeschmissen. Das ist halt Spanier-Salz. Ja. Und man, ich habe auch die Unterschied zwischen Ausländersalz und deutschem Salz. Früher war es ja dann, glaube ich, auch so, dass die das alles, dass die Leute das religiös gemacht haben und dann sowieso vor nichts Angst haben mussten. Und vielleicht kann man das auch so sagen. Angst, sich irgendwie zu verletzen oder da auf der Strecke zu bleiben, da kann man sich dann immer orientieren. Früher war es viel schlimmer und das hat auch, glaube ich, allen so ein bisschen geholfen, dass man gedacht hat, ich meine, in der heutigen Zeit kann ja nichts passieren und die Wege waren alle sicher.
Ich habe auf viele Dinge jetzt schon eine andere Sicht gekriegt und habe auch jetzt so manche Kapitel für mich abgehakt und bin mir einfach klar darüber geworden, dass es so nicht geht. Und es hat sich auch in der Hinsicht für mich was verändert, dass ich viele Sachen jetzt viel mehr zu schätzen weiß. Scheiße. Stolz auf mich war ich dann eben immer an dem jeweiligen Tag, als wir angekommen sind, habe ich gesagt, jetzt bin ich das gelaufen, jetzt bin ich ein Stück weiter gelaufen und das kann mir jetzt keiner mehr nehmen, jetzt geht es weiter und weiter und das ist alles abgespeichert, jetzt geht es nur noch nach vorne. Ich habe nicht gewusst, dass ich so viel laufen kann. Also dass das der menschliche Körper schafft, so krass viel zu laufen. Früher sind sie ja, in der Steinzeit mussten sie ja so viel laufen. Aber heutzutage fährt man immer mit dem Auto, dass der Körper das dann trotzdem noch kann eigentlich, wenn man es von sich selber überzeugt ist, dass man es dann selber noch kann. Das finde ich sehr erstaunlich und das werde ich auch nicht vermissen. Oder den Gedanken werde ich nicht vergessen. Erfahrungen von Unzufriedenheit. Und die starke Erschöpfung ist natürlich was man nicht jeden Tag haben möchte. So eine richtig krass Hardcore-Erschöpfung. Das war manchmal echt wirklich zu viel dann. Also zu viel des Guten. Lena, willst du deinen Stecker? Weil dann schiebe ich mir einen Rucksack. Der frisst schon wieder auf dich. Das ist wack, Lena. Ich kann dir einen Tipp geben. Ich glaube, mein Rucksack. Ich denke halt so, dass ich, wie gesagt, eben sagen kann, ich kann das alles viel mehr schätzen und ich glaube immer wieder, wenn man einfach denkt, hier ist alles öde und so und hier ist doch gar nichts Besonderes, dann sollte man vielleicht mal 2 Wochen den Jakobsweg laufen und dann merkt man mal wieder, wie toll man es zu Hause hat. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich mich dann anstrengen sollte, weil ich das auch für mich gemacht habe. Ja, und ich versuche auch jetzt bei Alltagssachen mich mehr anzustrengen. Backfisch hier lassen. Aber das ist viel zu kostbar. Ich befinde mich hier in einem Café, wenn man das so sagen kann, mit kleinem Shop. Das ist ein recht spezieller Laden hier, sage ich mal. Ja, da hat sich ein Mann, scheint als Nachfahre des Templerordens gesehen. Und ja, hier sind wir gerade in der Wohnung drin. Recht klein eingerichtet.
Immer schön motiviert der Nase, ne? Das ist schön. Okay, sie waren einen halben Kilometer von uns entfernt, wir haben sie wieder eingeholt. Das heißt? Echt eine schwache Leistung von ihnen. Bin ja auch schon alt. Zu müde, um gefrustet zu sagen. Ich muss mich, glaube ich, gleich übergeben. Ich bin fertig, ich habe gerade meine Trinkflasche verloren und durfte zurückrennen. Es ist kein Wasser mehr, es ist ziemlich heiß. Ansonsten ist alles cool. Das habe ich auch reagiert. Ja. Ja, die Sonne tut mir nicht gut. Nein. Hey, Christina. Verführ mich nicht. Donde? Hay piscina para bañarse. Hab ich da was? Irgendwie immer, das hat schon jeder mal machen, so für sich selber auch, um selber auch mal zu gucken. Jeder empfindet, glaube ich, Jakobsweg anders, aber irgendwo auch gleich, wenn jeder über sich selber, glaube ich, irgendwann mal nachdenkt, oder viele, denke ich mal, wenn man einfach so im Laufen drin ist und nichts anderes zu tun hat, um sich irgendwie mit Problemen von draußen zu beschäftigen, sondern man beschäftigt sich vor allem halt mit sich. Und es tut, glaube ich, jedem ganz gut. Florian ist konsequenter Sonnenaufgang vorbei. Wenn ich heute heim bin. Jetzt blendet. Ich glaube, man sollte einfach versuchen, sich den Weg immer in Erinnerung zu halten. Und was
was man da alles durchgemacht hat und was einem alles so durch den Kopf ging. Weil man ist jetzt zwar kein Pilger mehr und der Weg ist vorbei, aber so ein bisschen dieses Gefühl vom Jakobsweg ist irgendwie immer noch in mir drin und ich glaube, das wird vielleicht schwächer, aber in vielen Momenten erscheint es eben wieder und ich glaube, das wird auch eigentlich, das vergisst man auch nicht. Wir sind da voll ausgeflippt, wir waren übel im Arsch. Corn Dogs waren auch auf dem Fall. Ach ja, Sam. Auf jeden Fall, dann sind wir weitergelaufen bis vor... Bis zu diesem komischen Bänkchen, da so ein komisches Ding. Wie hieß es? Pieros. Ja, da haben wir gechillt und haben auf die gewartet. Und dann sind die halt weitergelaufen, weil die eine Pause gemacht haben. Deswegen haben die so ewig gebraucht, bis sie da oben waren. Und dann sind wir losgelaufen, hatten wir ja keinen Bock mehr. Und dann man darf durch keine diese Pause halbe machen, Wüste. Weil sonst kann ich nicht mehr. Durch die halbe Wüste. Das war wirklich übel. Und da haben wir angefangen. So. Den Scheiß rauszublabbern. Und es kam so Kacke raus. Ich habe mich gefühlt wie besoffen. Ja, wir haben gesungen. Wir haben die ganze Zeit gesungen. Ja, wir auch. Was haben wir gesungen nochmal? Griechischer Wein. Wenn da so viel Wein stand. So ist es scheiße. Nein, das ist eigentlich voll süß. Nee, das war mein erster Eindruck auch. So, was für eine. Ich finde nur die Gloss einfach kacke. Ich geh da nicht rein, ich bin draußen. Aber das ist doch goldig. Also, voll winzig hier. Und ja, aber das ist doch voll süß. Das ist, hau dir nicht den Kopf an, das sind Nägel. Ich glaube, auf dem Jakobsweg sollte man auch lernen, auf Komfort zu verzichten. Wir haben zu Hause immer Komfort und wir lernen das, glaube ich, dann auch zu schätzen, wenn wir daheim sind und dann wieder mal eine eigene Dusche oder eine eigene Toilette haben. So wie wir gerade sind, das ist halt echt so eine typische Pilgerherberge. Es könnte ja auch noch schlimmer kommen. Und das andere war, glaube ich, schon halt vom Komfort sehr hoch und das war auch echt toll. Ist auch cool, wenn man, also ich will beides mal erleben. In den anderen kann man sich halt besser erholen, weil da hat man Raum für sich, da kann man morgens auch mal ein bisschen lauter sein oder abends ein bisschen reden, was vielleicht gar nicht so gut ist, dass man abends reden kann. Und hier muss man jetzt halt dann schon noch ein paar Abstriche ziehen, aber finde ich okay. Und man soll ja auch beides kennenlernen. Also Pilgern soll ja auch mal ein bisschen hart sein. Da ist sogar ein Fußabdruck. Ja. Und rechts ist ein Fahrrad abgebildet. Aber nur für Leute, die 14 haben. Ja, ich weiß nicht mehr, wie heißt nochmal das Kaff, wo wir hin müssen? Und? Was hast du vorher gesungen? Oh, oh, irgendwas mit O. Am der rechte Fuß, hä? Quebreiro. Da, Quebreiro, da müssen wir nach. Entschuldigung, ich verstehe die Sprache nicht. Können Sie mir übersetzen? Auf Spanisch soll das da Fuß heißen. Ah! Und das da soll Fahrrad heißen. Ah, die Spanier sind doch irre. Ja, das sind wie bei den Ägyptern. Das sind verschlüsselte Zeichen. Das ist wie bei den Ägyptern, die Hieroglyphen. Die sind ja noch ein bisschen trickblieben da. Ja, die malen ja an die Wand, was sie meinen. Genau. Ja, ja. Aber genau. Da kannst du natürlich keinen Smalltalk führen. Gell? Ja, die Bunker und so. Das soll der Jakobsweg sein. So. Jetzt sagen wir, gehen wir mal. Ja, ja. So, wie? Elke. Ja, und Elke sind verwelkt, also muss es. Die haben gerade gedacht, wegnehmen. Schauen Sie, der fährt da mit dem Fahrrad hoch. Ich bin mir doch nicht mehr so sicher, weil die Leute natürlich auch fies, gell? So klein. Bicycle, I want to ride my bicycle. Lena,
Und du jetzt sagen die zu mir, ich war verrückt. Hallo! Ich bin's hier, geil! Man hört nichts. Ich kann nicht mehr. Wo ist mein Trinken? Komm, Freude, nur noch 5 1,5 Kilometer. Lass das auch an den Mann. Sollen wir deinen Rucksack nehmen? Nein. Hab ich auch schon gesehen. Nein, das ist doch voll scheiße. Nein, ist nicht. Nein! Jetzt geben wir einfach den Scheiß raus. Ich auch eine Abkürzung mit Florian Urlaub. Mir war extrem kalt, obwohl es ja 28, 29 Grad hatte und wir da gerade vor dem Bucklow gelaufen sind. Ich habe gekocht wie ein Wasserkocher und ihr war kalt und dann hat sie nichts mehr geredet und hat extrem hohen Puls hat sie gehabt. Ich habe den Puls von ihr gefühlt und der war also wirklich viel, viel schneller wie meiner oder der von Christian. Ich glaube, das ist ziemlich das Dümmste, was wir hier machen. Aber hat gemerkt, dass der Kopf nicht mehr mitgemacht hat. Er hat ausgesetzt. Batterien leer. Das macht ein Norddeutscher zum Frühstück, nicht? Zum Ausfall. Fuck. Wie, was ist das für eine Steigung? 20%. Wie außen rumgelaufen. Weil jetzt, wenn man die gute Übersicht hat über das Ganze hier, dann würde man auch erkennen, dass die Herberge da ist. Hat mir auf den falschen Berg hoch sind. Nein. Doch. Da ist die Herberge. Ja, kein Meter mehr. Springen Sie um. Warten Sie nur, bis ich oben bin. Ach, wir haben eine tolle Aussicht. Wir haben eine tolle Aussicht, Florian. Wirklich, guck mal hier. Total wolkenlos, ein weiter Blick. Ich glaube, das war voll die Überreaktion. Das ist, denke ich mal, ein Beweis, wozu Menschen fähig sind, wenn sie unter Stress stehen oder unter körperlichen Anstrengungen leiden. Das war das erste Mal sozusagen in meinem Leben, dass ich mit mir selber gesprochen habe. Wo wir den Buckel hochgelaufen sind, habe ich immer gesagt, ja, du schaffst es, Robert, du schaffst es. Es sind nur noch 150 Meter und dann bist du da oben und dann kannst du dich ausruhen. Und dann ist man oben und dann war es nicht der, war es der falsche Berg. Und dann geht natürlich alles in den Keller, was so im Keller sein kann. Sie haben scheiß Reiseführer überhaupt, damit Sie uns sagen können, wir sind auf dem falsch fucking Berg. Kenn mich mal. Auf nach Santiago, hä? Wie stellen Sie sich das vor, hä? Glauben Sie, ich laufe jetzt auf einen scheiß Weg darüber, hä? Ja, es bleibt ja alles übrig. Oh, ich will Fernsehen. Wir können jetzt ein bisschen philosophieren, sowas sagen wie, naja, es ist vielleicht auch nicht immer gut, eine Abkürzung im Leben zu nehmen. Manchmal sollte man vielleicht dann doch eher den längeren Weg wählen, statt... Sie können mich mal. Ja, jetzt sind wir schuld, natürlich sind wir schuld. Genau, wir sind genau, wenn unser Reiseführer, der extra eine Karte für so einen Scheiß hat, uns da auf dem falschen Berg lotst, dann sind wir schuld. Die Karte hat so. Ich hoffe trotzdem immer noch, dass es ein Schatz ist. Ja, aber hey, die Aussicht ist echt gut, oder? Schön aus. Ja, die Aussicht macht mich fertig. Und dann im Nachhinein hab ich, denke ich auch so, mein Gott, es ist schon nichts dabei, dann läuft man halt nur mal einen Kilometer oder zwei. Aber so in dem Moment, da waren
alle frustriert und ich war auch frustriert und dass wir jetzt noch weiterlaufen. Ich habe gedacht, jetzt sind wir endlich da. Und allgemein, die Tagesetappe war so lang und da ging es bergauf und dann bis zu diesen Masten da und so. Und da, das hat sich eben den ganzen Tag gestaut und als ich dann oben war, ich war frustriert. Ach Mann, Florian, ich hab keinen Bock. Weg. So, so. Komm. Dann bin ich noch bei Stuttgart. Irgendwie ein Schluck mit werden. Hast du deine Nase dabei? Sieht auch draußen. Meine Luftröhre tut immer so viel, ich mag nicht so viel. Atme. Ja, aber Windows-Werke. Für viele ist es ein sehr religiöser Akt. Oder für andere Leute wie mich ging da einfach bloß hin, um vielleicht ein bisschen was über sich selbst zu erfahren, aber hauptsächlich darum, um diese Gemeinschaft zu erfahren. Ich fand es ja auch sehr interessant, wie die religiöse Ansicht auf dem Jakobsweg ist, weil es ja eigentlich ein Pilgerweg ist, den man aus religiösen Gründen eigentlich macht oder ursprünglich gemacht hat. In unserer Gruppe war ja eigentlich niemand wirklich religiös, glaube ich. Ich habe also manchmal mit denen darüber geredet. Und von dem her, wir sind ja auch nicht viel in Gottesdienste oder so, kam also für mich Religion eigentlich zu kurz, war es eigentlich schon, also es sollte ein wichtigeres Thema sein auf dem Weg, finde ich. Es gibt im Umkreis von 100 Kilometern weder Polizei noch Krankenhaus noch Feuerwehr noch irgendwas. Das sind ja alles Holzställe, also wenn es da mal brennt, die sind ja vollkommen auf sich allein gestellt. Allgemein habe ich in Spanien noch überhaupt kein Feuerwehrrevier gesehen. Wenn da mal was brennt, ich glaube, die machen es dann so wie im Mittelalter. Die reißen einfach die umstehenden Häuser ein, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten kann. Und warten, bis das Haus dann abgebrannt ist. Die Tomaten sind übrig geblieben, falls ihr mal Tomaten geschnippelt essen will. Also ich mein, hier hat es Couscous-Salat drin, der ziemlich warm ist. Und hier ist ein Nachtisch. Das ist Couscous. Florian fragt gleich auf die Pfeffer. Willst du das nicht?
Schick, also, wir haben keine Karte. L oder A. Ich kenne bloß dieses Piep. Ich probiere jetzt mal eure komische. Hey, wieso das? Achso, ich dachte gerade, du willst alleine auf dem Teller tun. Da haben wir auch gleich Nachtisch. Hast du es gerade ernst gesagt? Scheiße, jemand Salz? Salz? Danke. Ich habe kein Glas. Ja, manche haben kein Glas, ich habe auch kein Glas. Ich komme schon mit Christian teilen. Was für eine Hackrunde? Mega. Nein! Die kommt gar nicht nach. Ass. Nein! Nein! Die drei Jungs. Hat man halt gemerkt, die waren noch mitten in der Pubertät. Die haben eigentlich nur Scheiße gelaut den ganzen Tag, aber war mega lustig. Die haben das Klima von der Gruppe immer ein bisschen am Laufen gehalten, finde ich so. Gerade durch ihre Witze, die sie halt gemacht haben, auch wenn sie manchmal echt strunzdoof waren. Aber man muss halt drüber lachen und das war dann schon gut so. Ich mache mal keine Sau mehr. Junges Mama, ich muss dir mal keine Sau mehr. Ich schmeiße nur meine Schier. Ich arbeite für Schier. Armes Frau, mache nur sauber den ganzen Tag. Sagen hier Frischwischen. Das war das Schöne so, weil eben wie bei den Integrationsmentoren so eine große Harmonie in der Gruppe war. Und auch wenn man sich gestritten hat, natürlich. Aber das gehört ja auch dazu und dass eben jeder jeden in der Gruppe verstanden hat, dass alle das durchgemacht haben, was man selber gemacht hat. Und die Gruppe, die war auch sehr freundlich und hilfsbereit. Manche haben mir Sachen ausgeliehen, wenn was gefehlt hat. Man hatte auch sehr viel Spaß mit denen. Vor allem die drei Jungs waren ständig am Quasseln, war auch unterhaltsam. Manchmal war es ja echt so, dass die ganze Gruppe irgendwie depressiv war oder schlecht gelaunt. Man hat es einfach gemerkt, wenn irgendein Mitglied von der Gruppe schlecht drauf war, dann hat sich das gleich auf die ganze Gruppenstimmung ausgewirkt. Dass es auch die anderen so ausgehalten haben, finde ich auch krass in der Gruppe. Also gerade von den dreien hätte ich echt gedacht, ach du Scheiße, was ist, wenn die nicht mehr können? Auch weil die sind, auch wenn sie in der Pubertät sind, da denkt man dann halt manchmal, ach du Scheiße, kein Bock mehr und sowas. Aber die drei, Jason, Florian und Christian, die waren voll krass, schon geistig weiter wie andere in dem Alter. Oh mein Fuß. Hier stehen sie war nach Scheiße. Noch wieder hören. Kann ich hier frühstücken? Right. Mama, mir ist die. Thank you.
Gitter, 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 Gitter. Komm mal. Tschüss. Ich kann nicht mehr. Meine Beine, meine Oberschenkel sind brennen und ziehen und tun weh. Das sind ja nur noch 78 Kilometer. Ja! Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich fühle mich psychisch schon körperlich top. Sie haben gesagt, es macht Spaß. Sie haben gesagt, es wird nicht so anstrengend. Sie haben gesagt, ich krieg Geld. Sie haben gesagt, es gibt Frauen, es gibt Bier. Wo ist das anders? Also als erstes Mal habe ich meine Blase aufgepiekst. Da bin ich schon sehr stolz drauf. Da habe ich, glaube nur 20 Minuten geweint. Und dann ging es mir den ganzen Tag gut. Jetzt tun meine Füße ein bisschen weh, aber ein weiches Bett. Jetzt glaube ich, ich kann jetzt besser damit umgehen, dass ich, wenn ich glaube, das hört gar nicht mehr auf und dass ich dann am Verzweifeln bin, dass ich dann trotzdem weitermache. Und auch eben mit dem Füße wehtun, dass ich das jetzt besser aushalten kann. Sag mal, Dennis, sind die Gurken gleich zum Dippen oder zum Salat essen? Lecker mit der Zahnspange das außen. Fragt euch. Er wird gar nicht was hier verpasst. Das ist unfair. Gib den Dip, guck mal, wie dünn ich bin. Alter! Gib mal her, ich bin Ausländer. Jetzt brauchen Sie gar nicht filmen, wie traurig das ist, dass wir nach dem Käse-Ding da. Wenn man ein Problem hat und so weiter und man dann, auch wenn es keine Ahnung, was total Banales ist und man gleich aufgibt, dann hat man ja eigentlich nichts davon, dann hat man sein Ziel nicht erreicht. Und ich denke, so ist es immer. Man hat einen Weg, den man gehen muss und manchmal liegen halt Steine da, die man aus dem Weg schaffen muss. So ist es halt. Und so denke ich, dass es eigentlich sehr bildlich, also dass es sehr bildlich ausgeht, dass der Jakobsweg ein sehr schönes Bildnis ist dafür, wie man sein Leben leben kann. 1903 war es, als die Kirchturmuhrglocke genau einmal schlug und Johnny the Black das letzte Tageslicht sah. Oh. Ja, das war seitdem her steht die Dorfuhr auf 5:03 Uhr. Zu Ehren von Johnny Black, der hier lange Einwohner von Boente war. Sophia, wir haben einfach keinen Schlafplatz mehr. Wir haben auch drüber gesprochen, dass es manchmal echt hart werden kann. Okay. Jetzt klopft gefälligst mal. Ist hier bestimmt jemand da? Das Fenster ist ja offen. Kilometer laufen, aber einfach brennen. Ola? Ola? Sag mir gerade, wann ist Diaz oder wann ist Target? Ich würde sagen, wir warten mal ein bisschen. Vielleicht machen die nachher auf. Okay, ja, wir sind auch ein bisschen früh dran. Ich mache das ja, weil ich das will und weil ich dann danach auf was stolz sein kann. Und jetzt habe ich so einen Tisch eingerichtet, wo ich diese ganzen Sachen drauf habe, meine Stempel und meine Urkunde und so. Und dann ist wichtig, also für mich wichtig war es dann, dass ich den Ehrgeiz hatte und das alles so durchgezogen habe, dass ich danach sagen kann, ich war zufrieden mit mir. Also ich fühle mich sehr gut, natürlich sind wir alle motiviert, da wir heute in Santiago ankommen werden und wir dann unser Endziel erreicht haben. Ja, ich glaube, wir sind alle fit und haben natürlich gut geschlafen. Jetzt geht's endlich ans Ziel. Ich freue mich schon mega auf Santiago. Und
Aber ich könnte echt noch ein bisschen weiterlaufen, wenn ich mehr Zeit hätte. Weil es echt Spaß gemacht hat, so die Zeit. Und wenn wir dann dort sind, werde ich natürlich sehr erleichtert sein, erstmal da anzukommen. Und werde mir auch irgendwas Geiles gönnen. So als Belobigung für mich selber. Ich bin ein bisschen müde und ich habe die Strecke heute mal wieder unterschätzt. Überraschend müde und erschöpft, weil es eben doch noch bergauf, bergab geht. Und das eben bei noch überraschend hohen Temperaturen. Also, wäre schön, wenn wir heute noch baden könnten. Wie weit ist es noch? Habt ihr es gesehen? Da, aber ich sehe die Kirche nicht, ich bin kurzsichtig. Wie so groß siehst du? Ich bin auch kurzsichtig. Ich sehe nichts, ich sehe nur weiß. Da ist die Spitze her. Ja, dann ist das. Und dann hier. Und dann ja so. Das ist gar nicht so groß wie Stuttgart, oder kleiner? Da, zwischen den zwei Bäumen. Und da sind doch Wald. Ja, da kommt doch ein Pfeil raus. Ja. Und das da hinten ist ein Lager. Das ist das, was man braucht. Nach über 250 Kilometern Dudelsackspieler und Zier. Also gut. Naja, also Dudelsack ist so schon grenzwertig und dann auch noch in so einer Situation. Das kann man machen, wenn man Streit sucht. Verstehen Sie mich überhaupt? Das hat doch was sehr Feierliches, oder? Ja, sehr feierlich. So, und jetzt? Hey, gehen wir in Tafak? Was machen wir jetzt? Lustig ist, zwei Wochen fliegen wir jetzt rum und jetzt können wir was anderes machen. Wie wäre es mit Fußball spielen oder sowas? Ja, jetzt richtig los. Das war's. Das war's. Die in Astorga war größer oder schöner. Oh, bei der in Astorga. Mehr auf den Außen allein. Das ist so kacke, den so zu machen. Oder? Ich denke, es ging ja uns gar nicht darum, zu der Kirche zu kommen, sondern einfach die 54 Kilometer zu pilgern. Und das haben wir geschafft und das ist ganz schön. Uns hat was so vor so einem beeindruckenden Bauwerk zu setzen. Das ist ja nur so wir sind ja nur so ein Teil gelaufen und sind ja eingestiegen sozusagen. Und ich würde den auch so von mir so selber so, also erstens, dass ich alles sehe und so, mir selber zu sagen, du bist den ganzen Jakobsweg gelaufen, das glaube ich nochmal ein anderes Stück. Also ich glaube, wenn ich den Jakobsweg nochmal gehen würde, würde ich es alleine machen. Erstens aus dem Punkt, will ich das sowieso dann
gern mal machen würde. Und der andere Grund wäre einfach, dass ich eigentlich davon überzeugt bin, dass ich so eine Gruppe nicht nochmal finde. Den Jakobsweg nochmal laufen, weil es war eigentlich wie so ein Geschenk. So. Man muss es ausprobieren, man hat es bekommen und man muss es dann wirklich ausprobieren. Es war eine richtig tolle Erfahrung und nicht jeder, also die wenigsten können das machen, den wenigsten wird sowas angeboten. Von dem her sehe ich das Ganze also wirklich als Geschenk, das uns gegeben wurde und wir es eigentlich nur nehmen mussten. Together, we're together.